Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann Sie, sehr verehrte Dame, meine Herren der Piraten, beruhigen. Es wird in Berlin und auch in den übrigen Bundesländern keine Überwachungssoftware, wie Sie es in Ihrer großen Anfrage formulieren, geben. Richtig ist, die Kultusministerkonferenz hat sich in den letzten Monaten verstärkt mit dem Thema des Urheberschutzes auseinandergesetzt. Ich gehe davon aus, dass die Wahrung des Urheberrechts im Interesse aller Abgeordneten, die in diesem Hause vertreten sind, ist. Wir befinden uns dabei in einem laufenden Prozess, in dem eine Reihe unterschiedlicher Interessen miteinander abzuwägen, und das ist die Geheimnisse des Parlamentarismus und der Öffentlichkeitsvertretung, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Lassen Sie mich vorwegschicken. Das in den sogenannten, in den vergangenen Tagen kursierende Begriff des Schultrojaners meines Erachtens die Situation mehr verschleiert, als es sie erhellt. Wir sollten die Diskussion mit Sachlichkeit führen, und daher bin ich sogar dankbar, und deswegen habe ich auch ein Interesse gehabt, die große Anfrage nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern sie schnell zu beantworten, weil sich einige Vorwürfe auch in der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang klarstellen lassen können. Der seit 2004 bestehende Gesamtvertrag zu § 53 des Urhebergesetzes lief zum 31.12.2010 aus. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, vertreten durch Ministerialdirektor Erhard, wurde von der KMK gebeten, einen neuen Gesamtvertrag auszuhandeln. Dieser neue Vertrag wurde am 21.12.2010 unterzeichnet. In der Amtschefkonferenz der KMK am 10.02.2011 einstimmig gebilligt und nach einstimmigem Beschluss der Finanzministerkonferenz mit dem Datum zum 31.03.2011 rechtskräftig. Eine Beteiligung, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Schulen oder von Beschäftigungsvertretungen im Rahmen der Vertragsverhandlungen erfolgte selbstverständlich nicht. Die Schule kann im Sinne des § 7 Absatz 1 Schulgesetz nicht Vertragspartner der Verwertungsgesellschaften nach § 1 Absatz 1 Urheberwahrnehmungsgesetz sein. Auch die Beteiligung der Personalvertretungen an diesen Verhandlungen gehört nicht zu den Aufgaben der Personalvertretungen nach § 72 Personalvertretungsgesetz Berlin. Der Verhandlungspartner der Verlage sind zunächst und alleine die Länder. Es ist nun Aufgabe der Verlage, jetzt erst Aufgabe der Verlage, eine Software zu entwickeln, die Urheberrechtsverletzungen auf den Schulrechnern, betone Schulrechnern, identifizieren könnte. Erst nach Vorlage der Software wird das Land Berlin, wie alle anderen Länder auch, den Beauftragten der Datenschutz- und Informationsfreiheit einbeziehen. Diese Prüfung wird nach Vorlage der Software durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung unter Nutzung der Wissenschaftlichen des Landes in Kooperation mit dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit erfolgen. Wir werden eine jeweilige umfassende juristische und technische Prüfung der Software sicherstellen. Da diese Software bisher nicht vorliegt, hat die Senatsverwaltung selbstverständlich noch keine Maßnahmen zur Umsetzung des § 6 Absatz 4 des Gesamtvertrages vorgenommen. Wie hätten wir auch können? Aus dem gleichen Grunde können auch noch keine Angaben über mögliche Kosten und die Auswahl der Schulen gemacht werden. Ebenso wenig ist bisher der Auswahlmodus der Schulen festgelegt worden. Ich kann aber jetzt schon versichern, im Lande Berlin wird eine solche Software erst dann zur Anwendung kommen, wenn vorab sichergestellt ist, dass durch diese Software die Persönlichkeitsrechte der Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler nicht berührt werden. Es wird diese Software in Berlin nur geben, wenn sichergestellt ist, dass grundsätzlich und ausschließlich festgestellt werden kann, ob und welche urheberrechtlich geschützten Werke im Verstoß zu § 52a bzw. 53 Urhebergesetz auf den schulischen Speichermedien existent sind. Deshalb werden ebenfalls die genauen Modalitäten zur Verwendung der gesammelten Daten nach Vorlage der Software
noch mit dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt. Der Senat geht davon aus, dass die Daten zunächst ausschließlich der zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung stehen und dem Verlangen von der Senatsverwaltung in einer Form übermittelt, Verlagen von der Senatsverwaltung in einer Form übermittelt werden, die keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulässt. Es ist selbstverständlich klar, dass es keine pauschale Verurteilung der Lehrkräfte und der Schulen gibt. In enger Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten werden wir diese Software detailliert prüfen und erst dann in Berlin einsetzen, wenn alle Vorbehalte ausgeräumt sind. Zu dem Schlenker von Ihnen in Ihrer Rede, dass ich von der Sache nichts verstehe, mache ich nur, aber auch gerne, diese zwei Bemerkungen. Ich habe selber schon Programme geschrieben, als Sie möglicherweise noch gar nicht das Licht der Welt erblickt haben. Erstens. Zweitens sage ich Ihnen dann auch, es mag ja sein, dass ich nicht ausreichend etwas davon verstehe, aber ich verstehe zumindest, dass man personengeschützte Daten nicht auf CC an alle Welt verschicken darf, weil dieses sicher eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist. Ich habe das nur in Reaktion auf diese charmante Kommentierung meiner Fähigkeiten gesagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, ich gehe davon aus, dass das meine letzte Rede in diesem Haus war. Ich will keine Bilanz ziehen. Ich will auch vermeiden, gute Ratschläge zu geben. Ich will nur eine persönliche Bemerkung machen. Was ich oft in diesen Jahren nicht für möglich gehalten hätte, Sie werden mir fehlen. Ich bedanke mich.